Moin, moin, grüß euch am Donnerstagmorgen um 9 Uhr zur dritten Folge. Ja, diese Woche aller guten Dinge sind drei, somit haben wir auch die dritte Folge. Und wir machen da weiter, wo wir am Dienstag aufgehört haben. Und es sind immer noch alle dabei. Guten Tag, moin, moin. Hallo. Moin. 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 Wie war das mit 1, 2, 3? Aber ist moin. Ja, eben. Nee, so, ich die Folge anmoderiert, muss 1, 2, 3 sagen. Okay, wissen wir das für die nächsten Wochen. Genau, machen wir so. So, weiter geht's. Wir machen nichts, oder? Sollen wir noch ein bisschen Pause machen? Die Brücke ist auf, so. Ich kann nichts. Nee, wir können Pause machen. Kommt ein bisschen Kaffee Kraut. Trinken. Mal gucken, was auf unseren Feldern so los ist. Oh, Holger macht hier Spionagebegehung, ich sehe es, eindeutig. Urlaub im Norden. Die Berufsgestaltung auf jeden Fall. Unsere nächste Hofbewertung ist schon safe sicher. Das habe ich mir gerade auch. Steht das in drei Wochen immer noch? Keine Photovoltaikhallen. Wow. Macht sie jeder Paletten? Holla die Balschi. Wer macht Paletten? Oh, das hat er eben richtig böse geruckelt hier bei mir. Also bei mir nicht. Folge mal sehen, ob ich das jetzt mache. Was? Ich habe einen Stand gesehen. Ja, Display. Dann kannst du dich nicht durchgucken, was? Was? Gerd, wir hätten den Stand hier verdecken müssen. Wir hätten das nebeneinander stellen müssen, dann hätte Holger vielleicht nicht spionieren können. Welcher Stand? Nee, hier vor das Display stellen. Oh. Sorry. Display. So, wir haben ja schon zwei Produktionen die ganze Zeit laufen. Ernsthaft? Ach. Ja. Deswegen haben wir jetzt auch nichts mehr zu tun. Aber vielleicht kommt ja mal was rein an Düngen oder an. Ja, los bei euch. Kann ich auch behaupten. Aber auch hohe Kosten. Mhm. Immer noch keinen neuen Kreditrahmen. Das ist blöd. Aber wir haben Produkte eingekauft, exakt für, na, ich hab's nicht mehr, ich hab's gelöscht, 99.000 Euro. Warte mal, man kann es ja auch sehen. Und ein bisschen. Genau, sogar noch ein bisschen mehr. 99.754. Perfekter Einkauf in Produktion, in das Maximum ausgereizt, mehr ging nicht. Was hast du dir denn geholt für eine Produktion? So neugierig. Na, neugierig darf man doch wohl sein. Das ist Lage und Mischfutter. Ein bisschen Getreide. Getreidefabrik? Vielleicht. Nee, das war doch jetzt Silage und Mischfutter. Oh. Stimmt eigentlich. Teiltrocknung. So, Alex, du bist fertig? Jo. Vielleicht haben die ja noch irgendwo Produktion hingestellt. Jetzt. Marcel, was sagt eigentlich unsere Palettenproduktion? Meinst du Holzstamm oder was? Nein, unsere normale Leerpaletten, weil ich habe jetzt gerade schon mal 100.000 Hackschnitzel neigt für die Zellstoff. Ich kann sagen, überall Stillstand. Jürgen arbeitet noch auf 56. Die Hackschnitzel können in die Zellstoff rein. Tim und Sasa machen auch noch irgendwas. Sind schon drin. Gut, immer alles da rein, weil im Sägewerk haben wir genug Holz. Ja, 437. Das schon, nur wenn wir schon ein paar Leerpaletten haben, dann könnten wir Zellstoff auch anwerfen. 85.000 Liter. Das lohnt sich doch schon mal. Soll ich mit dem LKW eben rüber, oder? Ja. Würde ich sagen, ja. Wer hat denn den Auflieger gesehen? Im Dunkeln steht auf dem Hof bei den Holzstammproduktionen. Ja, alles klar. Ach, da steht er, jo. Ganz ungewohnt, dass man nur einmal düngen muss. Man ist noch so Seasons geschädigt und wundert sich, dass man nur einmal düngen muss. Alex, du kannst dich dann über unser Grasfeld hermachen. Jo. Wollt ihr denn anfangen mit Hofgestaltung, Team Holger? Oder spart ihr euch das? Wenn der Gondelstand besser aussieht. Hab doch gleich ein Riesenfeld gegönnt, ne? Das ist ja auch klar. Fällt überhaupt die Größe? Na gut, 292.000.
Jeder schon so ein Riesenfeld? Nee. Wir haben ein Riesenfeld. Ja, ich sehe bei ihr, und Holger hat ja auch 53, ist ja auch groß. Ne, die 53 ist Pendant zu 5 und wir haben die 14. Was bei euch die 30 wäre. Also wir lassen uns heute ein bisschen ruhiger angehen. Ein Feld, eine Wiese, damit kommen wir gut rum. Wir verdienen Money im Schlaf. Ja. Wir verdienen Money im Schlaf, ja. Silage. Das brauche ich. Ja, läuft. Hausaufgaben gemacht, würde ich behaupten. Sehen. Brücken könnten ruhig wieder öffnen, ne? Ach verdammt, ich bin zu weit. Ja, schon wieder. Wird schon. Alle Zeit, Mascha. Ja. Ich habe was gefunden auf unserer Insel der Mission. Ja? Jo. Wir können was tun, juhu. Eine Düngermission. Wir müssen bald wieder Dünger kaufen. Das hört sich gut an. Ja, wir auch. Boah. Und wir müssen mal gucken, dass wir die Düngerproduktion zum Laufen kriegen. Ja, da sind wir bei, wenn die Brücken wieder hochkommen, runtergehen. So. Jemand Tiere oder wie kommt ihr da hin? Bitte? Hat jemand Tiere eigentlich schon gemacht? Nee, ne? Nee. Noch nicht. Wetter hält, aber die Sonne, zumindest wird sie im Wetterbericht oben schon mal angezeigt, in der Wetterübersicht. Das heißt eigentlich, heute gleich zum Morgen, wenn die Sonne hier aufgeht oder hell wird, auch wieder gutes Wetter geben. Das wäre nicht verkehrt. Kannst du eigentlich noch gleich unser Feld weiter ansehen, ne? Ja. Was wollen wir denn drauf machen, Hafer? Ja. Mission 27. Ja, viel oder was? Wir sehen gerade eben. Viel zu viel. Aber geht voran. Tamara, siehst du das, was ich sehe? Ja, Sonnenschein. Ja, ich sehe Sonnenaufgang. Oh ja. Ne? Ich also mein Ruder läuft schon wieder. Sägewerk ab. Wie bitte? Mein Ruder läuft schon wieder. Der Drescher könnte eigentlich auch schon, seitdem, sobald das Symbol umspringt. Nee, nicht immer. Nicht? Nein. Manchmal wartet er wirklich, bis der letzte Tropfen gefallen ist. Das wäre jetzt der Fall, würde ich so behaupten. Aber, ja, jetzt können wir wieder loslegen. Ich komme gleich. Ja, ich muss eh die Brücke noch kurz aufräumen. Kann ich die Beinpresse gerade mitnehmen? Ja, kannst du machen. Ach, ich kann die Paletten gar nicht von Hand durch die Gegend tragen, verdammt. Stapeln? Ja, ne? Stapler. Staplerfahrer. Dann machst du gleich passend Ballen da draus. Oh, Gerd, du hast gleich gut zu tun, ne? Oh, Mann. So, haben wir noch eine neue Düngermission für unsere Insel? Nee. 37 Dünger ist noch im Angebot. Tamara, wenn jemand die Brux mal suchen sollte, ich habe sie jetzt beim Sägewerk abgestellt. Kann man Geräte bei dem Bauhof ausleihen? Negativ. Negativ, genau. Fahrzeuge werden nicht geliehen, Dani. Ich dachte vielleicht vom Bauhof. Nein, keine Leihfahrzeuge. Das sind ja nicht deine eigenen. Na gut. Die einzige Ausnahme sind, wie gesagt, Kartoffel-, Rüben- und Baumwollmissionen. Ach, Salazar, wollen wir mal kurz?
Oh, dann müssen wir bestimmt die 50 annehmen als Mission, ja, ne? War doch eine Baumwollmission irgendwo, ne? Ja, yeah, bei uns. 50 ist nicht mehr drin. User left your channel. Ich habe schon einen Antrag angenommen. Buddy left your channel. Soll das aber ungestört sein? Die Baumwollmission ist auch drin, Holger. Das sieht doch gut aus, die Produktion laufen. Ja, aber bevor der Big M jetzt nichts macht, Wachstum dauert auch noch. Wollen wir noch die Mission annehmen. Es ist aber, wenn man das machen würde, dann müsste ich ja theoretisch zweimal bezahlen, ne? Wieso zweimal? Ja, einmal in... Für die Mission. Ja, einmal im Osten und einmal im Norden, wo ich es abgeben muss. Ja. Richtig. Am Glück gelaufen. Muss man auch tatsächlich berechnen, ja. Nochmal gucken, wo er hin ist. Musste ich auch. Nein, das ist von. Okay. Ah. Hat sich was geändert? Nee, ne? Nö. Muss mal einmal gucken, wer Kert kriegt. Ja. Oh, würde der Bauhof mal zwischendrin die ganz Grasmissionen annehmen und wieder abbrechen? Ja, bevor die Brücke aufgeht, das dauert. Dauert noch ein bisschen. Dauert noch 18 Minuten circa und dann ist die Folge rum, weil dann wären wir bei einer halben Stunde. Ja. Also die Brücke werden wir heute nicht mehr erleben. So. Kannst du den Düngerstreuer schnappen? Wo kann ich weitermachen? Moin? Bin jetzt auf der Dünger. Baby! Na, alles klar bei euch? Ja. Jo. So, dann mach ich hier mal mit weiter. Glück gehabt, dass wir auch eine Mission auf unserer Insel gefunden haben. Wo ich aber nicht geguckt, wo wir es abgeben müssen. Das kann natürlich sein, dass sich dann irgendjemand da ein bisschen was abkriegt, aber. Marcel, ansonsten Hackschnitzel. Was zu machen? Hackschnitzel, was heißt, was genau? Ich habe die Brooks am Sägewerk abgestellt und hinterm Sägewerk, wo normal die Ferienhäuser hinkommen, habe ich angefangen abzuholzen. Ja, okay, dann mache ich das. Dann nehme ich aber meinen Johnny für mit, ne? Das war der Plan, weil ich mit meinem Deutz in Richtung Tamara fahre und bin wieder Abfahrer. Alles klar. Und demnächst sollten wir erst die Felder komplett abernten, bevor wir neu ansehen. Weil es ist alles schon hochgewachsen und wenn ihr keine Pflegebereifung drauf habt, fahrt ihr alles platt. Ach, verdammt. Also beim nächsten Feld bitte erst komplett abernten und dann neu ansehen. Wessen Idee war denn das mit dem Ansehen? Entschuldigung. Mhm. Es war ja lieb gemeint, aber das war eine doofe Idee. Welchen Kipper hast du dafür genommen? Für die Hackschnitzel. Also ich hätte den Joskin vorhin gehabt, aber Tamara hat ihren ja auch noch. Also soll ich ja, der steht auf dem Hof und am Ziel steht mein Hänger. Ja, dann nehme ich den mit. Hier muss die Düngermission noch schon fast rum sein, oder? So groß ist das ja gar nicht. Der letzte Hinweg, Zurückweg. Aber Tamara, der Plan wäre auch aufgegangen, hätte es nicht zum Regnen angefangen. Das muss man auch sagen. Ja, okay, gut. Aber da das Wetter auf der Marsch nicht stabil ist, sollten wir fürs nächste Mal das so rum machen. Beschweren bitte an den Modder. So. Ich möchte wegen dem Regen. Welchen Modder muss ich mich da rennen? Gehen raus oder wie? Oh, so ein Bleistift. Okay, gute nee, kann ich das schriftlich einreichen bei ihm? Was? Da hast du ja darauf keinen Einfluss, wa? Auf dieses Wetterphänomen hier? Nee.
Das ist ja, Spiel, ja, das sagen sie alle. Spielmechanik. Kannst du ja nur mit Seasons beeinflussen tatsächlich. Ob du, glaube ich, trockenes Klima, warm oder kalt oder was auch immer hast. Da kannst du ja auch den Regen abstellen. Oder so. Ja, okay. Ja. Das ist, so spiele ich nicht. Nee. Regen abstellen. Aber dann vertrocknet doch alles, oder? Bestimmt. Obwohl, den hast du vielleicht den Faktor gar nicht, das weiß ich nicht. Das könnte sein. Also ich habe nur die Einstellungsmöglichkeit schon mal gesehen gehabt bei irgendeinem im Stream. Wie gesagt. Liebe fällt 27 zum Erden, das ist. Da kann ich mich auch nochmal an den Modder beschweren, ne, wer den Zaun da hingesetzt hat. Ja, also wirklich, das ist schrecklich mit den Zäunen und mit diesen Leitplanken. Also, das ist wirklich. Ja, aber es soll ja auch ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? Nützt ja nichts. Ja, gegenfahren. Ja. Wollen wir eine Dose Mitleid aufmachen? Eine Runde Mitleid. Ja, ich sag dir eine Dose. Oh, leider nichts drin. Oh. Eine Kiste. Ja. Wir sind nicht schon wieder bei Counter-Strike. Kiste mit dem falschen Schlüssel? Genau. Nein, das waren Hühner. Ja, oh, Gerd, ja. Die Hühner gehören dir. Wir kriegen auf jeden Fall keinen Hühnerstall hier in unserem Spielstand. Oh, nein. Ich hab Gerd im Team, das geht nicht. Nein. Nee, genau. Die Hühner überleben nicht. Nee, das wäre ja gleich alle so abgeknallt. Bei der Nullnummer. Wer rennt da vorne von uns rum? Ah, die Stück meintest du mich, ne? Ja, genau. Okay, alles, was hier steht? Alles auf der Fläche. Alles klar. Also ich hab's mir angewöhnt, den Hänger dran zu lassen, weil dann lädt's immer gleich ab. So ist man wendiger. Hauptsache, ihr werdet euch einig, oder auch nicht. Egal. Da haben wir's wieder. Bei uns geht's ja um nix. Ja, was machst du hier? Was? Holger ist bei uns auf Hof. Da gibt's schon wieder die Stände wahrscheinlich. Ja. Holger ist neugierig. Das kann man so nicht sagen. Bis abgeschrieben wird. Oh. Wo ist denn der Schalter für die Brücke? Der ist da irgendwo, oder? Wohl F5 gucken, ob du irgendwo siehst. Aber ich glaube, den habe ich unter die Erde gepackt. Ich weiß auch nicht, ob sie dann sofort wieder zurückklappen würde, aber ich glaube nicht, ne? Dann mache ich aber gleich mit Säen weiter, dass es nicht ganz so weit auseinander ist. Ja. Dauert ja immer noch eine Stunde. Danny? Ja. Kannst du 25 auch noch machen? Auch nach Ost. Es ist halt anders wie beim letzten Match. Das Wickeln oder ist das hier? Ja, gleich Wickeln. Ja, machen noch nicht. Ich weiß nicht, also für heute nehmen wir das nicht mehr an. Wir müssen erstmal gucken, gleich wenn die Brücken auf sind, ein bisschen was abtransportiert wird. Oder noch Dünger auf 22. Das könntest du machen, ja. Das war unsere Insel, ne? 22 ja. Haben wir, ja, das machen wir wohl. Da kannst du auch einen Helfer, wir können ja auch einen Helfer fahren lassen. Ja. Auf 27 macht ein Helfer irgendwie keinen Sinn. Nein, nein.
Muss man leider selber fahren. Oh, muss halt manchmal auch sein. Aber bisher bin ich eigentlich nur selber gefahren heute. 90%. Maxim, wie weit bist du eigentlich mit dem Striegel gekommen? Na, nicht ganz so weit, weil es ja dann hochgeschossen ist. Und dadurch, dass der Kenner umrissbar ist auf Pflegebereifung, gerade haben wir ein kleines Problemchen. Nicht umrissbar auf Pflegebereifung? Also jedenfalls unser John Deere definitiv nicht. Die kann man da gucken, wie es bei meinem Fett aussieht, aber ansonsten haben wir ein Problem. Da müssen wir da irgendwie so einen kleinen Trecker oder so da kaufen. Der muss ja nicht viel PS haben. Für Dünger reicht ein kleiner. Striegel. Oder Striegel. Da reicht auch ein kleiner. Da reicht auch der Fiat. Mit schones Düngen. Aber wenn man mit Striegel los will, muss man tatsächlich zwingend Striegel greifen. Sonst, ich hätte noch einen schönen Trecker, den wir dafür nehmen könnten. Soll ich dafür noch einen Trecker kaufen, oder? Ja, ja, müssen wir ein. Ja. Gut. Machst du Vorgewende selbst, oder wie? Ja, Vorgewende mach ich selbst. Kann der Corona weitermachen. Wir müssen noch mal gucken, ob wir noch was einkaufen müssen. Das wird Stroh sein, denke ich. Wir gucken. Oh ne, hier machst du gleich einen Helfer rein. Obwohl, ach, ich kann das aus, auch egal. Kommen wir eh gleich zum Ende der Folge, ne? Ja, ist ja besser. Ja. Erstmal schön gegen den Leitplanke gefahren. Guten Tag, was kann ich für Sie tun, junge Frau? Ach, nur mal gucken. Darf man nicht spionieren? Nee, nee. Wo steht denn der Striegel eigentlich? Auf dem Hof. Ach so. Aber es ist faszinierend zu sehen, wie das alte Hofpack hier drauf passt. Ja, ne? Fand ich auch. Hast du es vorher bewusst so gewählt, oder? Ich habe gerade eben hin und her gedreht und gesehen, dass es passt. Und gesehen, dass der ja vom keine Hallen, dass uns jemals so viel Platz geben können wie das Teil. Also das wird wahrscheinlich. Aber passt. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Hinten natürlich blöd längs fahren, aber nimmt natürlich so ein bisschen diese eine Ausfahrt da raus, aber man kann sich da längs schlängeln und eigentlich kommt man da raus. Und ich, ja, wie gesagt, ne, ich habe mir schon im Kopf so ein bisschen zurechtgelegt, wie ich das ein bisschen schick texturiere. Dass der Hof nachher auch ein bisschen was aus, also hermacht, ne? Wie gesagt, einfach nur eine Halle hinklatschen, da werden wir wahrscheinlich die Hofbewertung nicht mit gewinnen. Also für den Preis ist es echt unschlagbar. Deko noch hier, ein bisschen Deko da. Dann explorieren. Das ist echt unschlagbar, der Preis. Weiß ich, wer wollte mit dem Striegel los? Im Moment sind alle beschäftigt. Also denke ich mal du. Also du. Immer der fragt.
Ja, dann machen die Hackschnitzel erstmal Pause. Die Produktion läuft ja auch. Du hast nur die Hackschnitzel reingeworfen beim Zellschlopper? Ja. Ja, da hatte ich auch vom Sägewerk aus schon welche reingefahren. Ich habe auch schon über 100.000 reingefahren, ich glaube 150. Also das läuft eine Weile. Genau. Das ist doch schön. So, wie weit warst denn du mit dem Striegel letztes Mal gekommen? Musst halt auf Karte gucken. Oh Mann. Ja gut, Missionsgeld verdienen wir heute nichts mehr. Nein. Der Kontostand wird uns bis in den Stream begleiten. Wieso seid ihr im Minus? Noch nicht. Doch nicht. War, wird auch nicht am Ende des Streams. Nee, das stimmt. Hoffe ich. Was mache ich denn? Falsches Feld. Wird schon klappen. Ja. Alex? Ja? Ich habe noch Feld 12 für dich nächste Woche. Alles klar. Die Aufträge für nächste Woche vergeben? Das müssen wir der... Aber ihr wollt nur da eure Brückengebühr bezahlen dann. Direkt mit der hier Lieferung. Ja, muss ja vorher bezahlt werden. Dann verkauf hier ein paar Liter bei uns. Egal. Ganz schnell. Ah ne, geht ja nicht. Doch, geht wohl. Wir haben ja den anderen Träger noch. Kannst du den Ballensammler-Anhänger schon? Ah ne, haben wir ja nicht. Der ist ja auch im Einsatz. Obwohl die Düngermission ist ja bis dahin durch. Da haben wir gleich wieder Geld. Ja. Also? Dieses Pokern. Der wird alles rausgeholt. Alles, was geht. Du siehst mein Gesicht nicht. Kein Pokerface. Hm. Micha, ich müsste dann bald abgetankt werden. Jo, ich bin eh gleich oben, dann wechsle ich mal kurz. Okay. Weil ich drehe gleich und dann... Das Unkraut ist hier stellenweise schon so groß, dass ich das mit dem Striegel nicht mehr wegbekomme. Oh, das habe ich befürchtet. Ihr habt doch keine Pflanzen. Ist es Michas Schuld? Grundsätzlich meine. Also immer alles im Moment egal, bei diesem Feld los ist, Micha auf das Micha schieben, bitte, weil er wollte ja unbedingt ansehen. Gut, also Micha ist nächste Woche nicht mehr dabei. Nee, nächste Woche spielt ihr Thorsten für mich. Achso, ja. Dann eh also. Hey, warte, ich will Micha behalten, okay? Praktikantenfehler sind erlaubt. Ja. Okay. Ich investiere noch einmal und hol mal die für 30.000 die coolen Feldspritze. Ja. Die wollten nehmen wir aber die richtigen mit anschauen. Was? Nimm am Shop aber dann die richtige mit, weil ich habe auch gerade eine hingeschmissen. Die Glaswickelmaschine langsamer ist als die Kuh. Irgendwie gefühlt ist die furchtbar langsam. Aber glaube ich, haben wir uns selbst ein bisschen gebremst. So, bin im Anflug. Ewig bei dem Teil. Alex? Ja? Lange Stand. Ich habe am Shop noch was hingestellt, und was gekauft ist. Alles klar. Die Düngermission ist gleich durch, das ist gut. Dann kriegen wir das Geld, ja. Sonst könnt ihr das Feld nächste Woche nicht fertig vorbereiten. Jo. Ja. Kann der beginnen. Nicht in den Fluss fahren. Im Arbeit. 18 Kamerazeiger. 16 bis 18 irgendwie so. Der was meinst Bigler, du, da kriegen wir noch eine 20. Volle Hängerladung voll, ja, aber. Ja gut, wir haben viele Leute auf dem Server. Nee, ich glaube nicht. Glaube ich, alle Geräte ein bisschen nicht immer diese eingeschränkt in der Geschwindigkeit. Ich habe ja schon wieder einen halben Hänger wegfahren, also von dem her.
Aber da wir jetzt genau 30 Minuten haben bei mir auf dem Tacho, machen wir Feierabend für die Woche. Holger, ne? Nee, was? Nee, ich war. Jenny war. Jenny war. Jenny ist. So, meine Lieben, den Donnerstag haben wir auch geschafft. Am Samstagabend geht's weiter, beziehungsweise heute Abend dürfte der Livestream vom Danny noch sein, von der normalen Mitch, von der normalen nordfriesischen Marsch. Sehr gut, genau. Und oder nicht? Doch, doch. Sehr gespannt. Und am Samstagabend geht's im Livestream weiter. Guckt rein bei den anderen, ich bin nicht da. Aber die anderen werden trotzdem weiterarbeiten. Also macht's gut, bis dann und tschüss. 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 Tschüss.